So Leute, da sind wir wieder mal bei Vegasylph hier mit Fire Emblem Path of Radiance in der Synchro-Edition der Supersylphs. Yay. Mit mir, Sefi, der Spielerin, Player 1 und Controller-Inhabenden. Und Jutis, die uns auf wundersame Art und Weise durch das Spiel geleitet und uns mit ihrem fröhlichen Kommentar und ihrer Super-Synchro-Fähigkeit mal wieder als Co-Spielerin zur Seite steht. So wie immer ist das also mit geändert. Wir setzen jetzt das Spiel fort und ich sollte öfter atmen beim Reden. Ja. Dann rede ich vielleicht auch besser. Dann üb mal. Dankeschön. Darf ich jetzt anfangen? Ja. Das Imperium Benion, die größte Nation auf dem Kontinent, ist eine Theokratie, die der Göttin Ashera dient. Hallo! In der Mitte des Imperiums regieren und die Stimme leitend mit der Stimme der Göttin herrscht die Hohepriesterin Sanaki über Benion. Als Asheras Auserwählte genießt die Hohepriesterin die Liebe und den Respekt ihrer ganzen Nation. 7 imperiale Senatoren unterstützen die Hohepriesterin in der Regentschaft ihres Reiches. Seit hunderten von Jahren ist dieses Regierungssystem das Rückgrat von Benion. Nachdem Ike und seine Leute der Priesterin geholfen haben, bringt die Heilige Garde sie in die Hauptstadt des Imperiums, Siena. Siehe Ende. Die Oberschicht von Benion lebt ein Leben in Luxus und Komfort. Man nennt sie Gesegnete. Sie haben enormen politischen Einfluss und residieren in großen tempelartigen Häusern, deren Türme den Horizont bestimmen. Der Turm der Weisung überschaut das Herz der Stadt. In ihm hält Ashera Wache über die Welt. Um den Turm herum sind Tempel, kleine wie große, in einer bestimmten Anordnung errichtet. Ein Tempel allerdings ist auffällig größer als die anderen. Der Haupttempel Mainal, Heim der Hohepriesterin. Ike und seine Gefährten, an die Freiheiten von Chimera gewöhnt, empfinden diese kulturellen Unterschiede und Gebräuche als sehr verwirrend. Und wenn sich hier jetzt jemand wundert, warum ich den Turm der Wacht gerade in der Synchro Turm der Weisung genannt habe, sei darauf hingewiesen, dass der Turm in Rage and Dawn dem Nachfolger nämlich Turm der Weisung heißt und nicht Turm der Wacht. Ich bin schon gewundert. Und ich habe jetzt Turm der Weisung genommen, weil der Turm in Rage and Dawn eine große Bedeutung spielt und ich deshalb den Namen übernommen habe. Ihr gebt vor, die Weise des Königs von Chimera Ramon zu sein? Prinzessin Lincia Ridel von Chimera, ist das richtig? Ja. Ich habe davon gehört, dass der König von Chimera im Geheimen eine Tochter hatte. Meine Getreuen haben mir in der Vergangenheit darüber berichtet. Wie dem auch sei, ob ihr die Prinzessin seid oder nicht, ist eine andere Sache. Könnt ihr etwas vorbringen, welches beweist, dass eure Behauptung der Wahrheit entspricht? Nein, nix. Meine ganzen Anstrengungen galten, ihnen dahin zu entkommen. Ich hatte keine Zeit, einen Beweis meines Erbes mitzubringen. Dann bin ich doof. Und da Kronprinz Renning diese Welt ebenfalls verlassen hat, gibt es niemanden, der euer Gesicht kennen wird? Was soll ich nur tun? Ich bürge für sie. My Lord Ike. Ich habe keinerlei Zweifel, dass Prinzessin Lilinzi die wahre Erbe des Throns von Chimera ist. Oh, wirklich? Dann sag mir auch, wie du zu so einer starken Überzeugung gelangt bist. Wenn wir ihre Geschichte glauben, hat diese Frau seit dem Tag ihrer Geburt die Umgebung des Schlosses niemals verlassen. Kannst du, ein einfacher Vollidiot, es wagen, ihre Glaubwürdigkeit zu bezeugen? Das Heer von Dahain verfolgt sie mit bitterer Entschlossenheit. Jedes Mal verlangten sie von uns, ihnen Prinzessin Elincia auszuhändigen. Welchen Beweis braucht ihr noch? Würde jemand von höherem Stand diese Behauptung vertreten, würde ich dies als unwiederbelegbaren Beweis akzeptieren. Du aber, du bist ein gewöhnlicher Vollpfosten. Du besitzt keinen Nachnamen, keine Dokumente deiner Abstammung, hast nix mal was von der Birne. Ich kenne Gewöhnliche, die sind arm und dumm, habe ich schon gesagt. Und für einen guten Preis vertreten sie jede Lüge, egal wie ausgefallen sie sein mag. Oh, nun wirst du mir wahrscheinlich erzählen, dass du der Sohn eines Adligen bist. Nein, natürlich nicht. Aber warte, vielleicht bist du ja ein königlicher Ritter aus Chimera.
Ich bin weder adelig, noch bin ich ein Ritter. Ich habe keine Verbindung zum Palast. Und ganz egal, wie viel Gold man mir auch bieten würde, ich könnte niemals meine Überzeugung verleugnen. Lindsay hat uns bezahlt. Ja, aber nicht mehr. Als unser Dienst als Eskorte wert ist. Nicht eine Münze mehr. Wir sind so weit gekommen, weil wir fest daran glauben, dass Elincia eine Integre-Frau ist. Wir verkaufen unsere Schwerter nicht an Lügner. Mir ist es ganz egal, wie hochgeboren und mächtig ihr seid. Ich lasse nicht zu, dass ihr das Vertrauen, das uns mit Elincia verbindet, verspottet. My Lord Ike! Hab auch einen anderen Text. Wie kannst du es wagen? Wie kannst du nur in diesem Turm mit der Hohepriesterin sprechen? Wachen! Wachen! Ergreift diesen Mann! Für diese Beleidigung der Hohepriesterin kann es nur eine Strafe geben. Den Tod! Ba, 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 ba. Halt! Entschuldigung. Lefiram hat recht. Was dich betrifft, du bist wirklich sehr dumm und interessant. Hohepriesterin! Lefiram? Der Mönch, den wir aus dem Gefängnis befreit haben? Diesmal ist ein Mönch. Seine Verkleidung ist stets klug gewählt und überrascht mich immer wieder. Und wie immer bleibt ein Rätsel. Hört meine Worte! Sefrian ist in Wahrheit Herzog... Was? Belsis. Mir egal. Premierminister von Belion und mein engster Berater. Ich wollte Pirater sagen. Seit Monaten bereist er die Nachbarländer, forscht nach, unter welchen Bedingungen die Leute dort leben. Wir haben ausführliche Berichte über Prinzessin Elincia und ihre aus Söldner bestehende Eskorte erhalten. Please wait a minute. We have a little das ist eh schon zu problem. So, einfach nur drücken. Also wusstet ihr, dass wir kommen würden? Ihr wusstet von Anfang an, wer wir sind? Ja, ich entschuldige mich, dass ich euch auf die Probe gestellt habe. Wisst ihr, das Leben hier im Palast besteht aus tödlicher Langeweile. Das klingt tödlich aus. Ich war noch nicht fertig. Dank der Prinzessin und ihrer unverschämten kleinen Eskorte wurde diese Befragung zu einer höchst amüsanten Abwechslung. Mann, muss mein Leben scheiße sein. Ho, 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 das war's also. Das sieht euch ähnlich, ihr Priesterin. Welch lichtiges Spiel mit Esprit und Wortwitz. Einfach überwältigend. Arschkriecher. Selbst euer loyalster Diener, Herzog Oliver Fontanas, stand kurz davor, sich aufs Glatteis führen zu lassen. Das gebe ich demütig zu. Ho, ho, ho. Komm, Herzog Lekain. Das war eine List, nicht wahr? Oh, hohe Priesterin. Ihr schlagt ohne Gnade Scherze mit uns. Aber das ist keine schlechte Art, uns zu amüsieren. Was meint ihr, Herzog Hetzel? Wie war, mein lieber Herzog? Prinzessin Elincia, ihr habt es geschafft, ein Gesicht auf das Lächeln unserer geliebten Hohepriesterin zu zaubern. Welch Ehre das sein muss. Das nehme ich an. Idiotie! Stimmt, das hätte ich vor lauter Spaß fast vergessen. Sifion hat die Echtheit eurer Identität als Prinzessin von Krimir bereits bestätigt. Arsch. Ich benötige keine weiteren Beweise. Ihr könnt also beruhigt sein. Was macht das? Ich bin unschuldig, das war ich jetzt nicht! Jetzt wartet mal! Ja? Was hat das zu bedeuten? Ihr wusstet, dass Elincia die Prinzessin von Krimir ist? Und trotzdem habt ihr sie zu eurem eigenen Vergnügen gedemütigt? Was für ein dummes Spiel mit Esprit und Wortwitz! Das Ganze ist absolut nicht witzig. Elincia hat ihre Heimat verloren. Ihre Familie wurde verfolgt und ermordet von den Monstern aus Darein. Sie sieht eine einzige Möglichkeit und nimmt lebensgefährliche Risiken auf sich, um euer Domizil zu erreichen. Und ihr lacht sie aus? Was ist daran lustig? Wo bleibt euer Anstand? Ihr seid grausam. Ihr seid alle abscheulich. Ihr ekelt mich so sehr an, dass mir die Worte dafür fehlen. In your face. Ihr schuldet Elincia eine angemessene Entschuldigung. My Lord Ike, bitte. Du elender Wurm, deine Zunge hat dich einmal mehr verraten und... Herzog Leckern, wie auch immer, haltet euch zurück. Aber... Ich spreche, halt also die Fresse. Oh. Nun, Ike, ich verstehe deine Gefühle voll und ganz.
deine Leidenschaft für deinen Arbeitgeber ist wirklich eine wunderschöne Sache. Wenn meine kriecherischen Hochschranzen Vollidioten diese doch auch nur zeigen würden. Aber ich will ehrlich sein, ihr Verhalten stellt mich auf eine Geduldsprobe. Hebe noch einmal die Stimme mir gegenüber und die ohnehin prekäre Situation wird für deine Prinzessin noch gefährlich. Hast du mich verstanden? Warum erklärt ihr es mir nicht? Selbst wenn Elincia wirklich eine königliche Hoheit aus Crimea ist, so erhebt sie doch ein erbt sie doch ein totes Land, ich erhebe, Entschuldigung, und nichts mehr. Ohne Gmeniums Unterstützung ist Elincias Anspruch bedeutungslos, oder sollte ich mich da irren? Pah! Selbst wenn wir ihre zarten Gefühle verletzen, für das Wohl ihres Landes muss sie aufrichtig stehen und schweigen. Fakt ist, ihr bleibt nur untätig, um die Gunst Benion zu betteln. Oder solltest du das etwa nicht so erkannt haben? Ich muss über vieles nachdenken. Für den Augenblick seid ihr entlassen. Seid gefeuert! Ich werde mich in Kürze mit meinen Senatoren treffen, um die Angelegenheit zu besprechen. Aber sonst ist mein trauriger Kindheit zu tun. Crimeas Zukunft wird nicht lange ungewiss bleiben. Bis dahin schlage ich vor, ihr ruht euch aus. Vielleicht sollte ihr euch in eurem eigenen Spiel mit Esprit und Wortwitz üben? Sie hat wirklich Nerven. Sie nutzt unsere Situation zu ihrem Vorteil und spricht von oben herab zu uns, als ob. Es ist mir völlig egal, ob sie die Kaiserin oder die Hohepriesterin oder wer auch immer ist. Ich kann sie nicht leiden. Herr Maalk, kann es nicht sein, dass die Hohepriesterin dich gerettet hat? Was? Titania hat recht. Benion ist eine Nation, die von altehrwürdigen Bräuchen und uralten Sitten regiert wird. Du hast die Hohepriesterin beleidigt, das Symbol ihres Lebens. Dass du überhaupt noch am Atmen bist, ist ein Wunder. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Und dein kriminelles Verhalten würde auch direkt auf Prinzessin Elincia zurückfallen, da sie deine Auftraggeberin ist. Hättest du die Hohepriesterin tatsächlich verärgert, hätte sich alle Hoffnung auf einen Wiederaufbau von Crimea in Luft aufgelöst. Das ist doch Unsinn! Sie würden ein ganzes Land opfern, nur um ihre eigenen Egos zu befriedigen? Alk, das mag es vielleicht nicht ausreichend beantworten, aber es ist das Vorrecht des Adels. Die Tage durch Irrsinn bestimmen zu lassen, die Birk unterteilen sich selbst in Klassen. Und mit den Klassen kommen die Urvorurteile. Vom Tag unserer Geburt bis zum Ende unseres letzten Atemzugs wissen wir gemeinen, dass wir die Oberschicht nicht herausfordern dürfen. Prinzessin Elincia, es tut mir leid. Meine Ignoranz entschuldigt nicht meine Dummheit. Es tut mir aufrichtig leid. Nein, alles, was ihr gesagt habt, diente dazu, mich und meine Ehre zu verteidigen. Und das hat mich gefreut. Wie? Euch in so einem Ärger zu sehen wegen mir. Eure Worte haben mein Herz erfüllt. Das war gar nicht so edel, wie ihr es darstellt. Und doch gibt es einen Punkt, den ich zu berichten habe. Es ist wahr, ich habe meine Familie verloren und mein Zuhause. Aber ich habe ein Volk, zu dem ich zurückkehren muss. Es verlässt sich auf mich. Oh Gott. My Lord Ike und ihr und eure Gefährten seid an meiner Seite geblieben. Und war für mich ein großer Quell an Inspiration und Glück. Prinzessin Elincia. My Lord Art, bitte nennt mich Elincia. Aber das wäre doch unpassend. Ich meine, ihr seid doch unsere Auftraggeberin und... Ihr habt mich schon einmal so genannt. Habe ich das? Wirklich? Vollidiot. Habt ihr das nicht bemerkt? Nein, ich bitte um Verzeihung. Ich werde von nun an vorsichtiger sein. Nun, ich gehe jetzt besser. Sie haben unsere Zimmer vorbereitet. Und ich bin mit einer Kissenschlacht mit Zorro verabredet. Diesmal werde ich gewinnen. My Lord Ike? Ja? Ich will mitmachen. Nein. Nee? Ike ist die Zusammenfassung des letzten Kampfes. Es gibt keine Verluste, niemand wurde schwer verletzt und wir haben uns hervorgeschlagen. Bitte, mehr habe ich nicht zu sagen. Bitte entschuldige mich. So, wir können mit der Kissenschlacht anfangen. Ich habe einen langen Bogen. Ich kann nur keinen langen Bogen führen. Das macht mich sehr traurig. Die Okkult lege ich auch mal ab. Ja. Prost. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört. Das hat man schon mal gehört. Echt? Ja. Oder habe ich, glaube ich, noch gesagt. Ah, nee.
Das hab ich schon drauf. Ah, nicht schon wieder. Boah, ich wollte ihr den Energieknopf geben. Hier hast du einen Knopf. In dem Knopf. So! Ich glaube, Volk hat noch was, oder? Ein nach rechts, nach oben. Nein, nee, nicht. Ich wollte Gatri die Tempo-Feder geben, damit er von seiner Initiative von 6 runterkommt. Yay! Kannst du hinten her? Gut. Nee, schon gut. Tada! Yay! Wer ist mit ein paar Lanzen? Für unseren Gatri. Unser Gatri haben wir doch immer Lanzen. Eine Meisterlanze und ein Langspeer und eine Leichtlanze und das war's schon. Und er braucht eine Binde. Eine Diebsbinde. Weil wir es und Jill kann ihre Binde mal ablegen. Ihre Tage. Na, Augenbinde. Ihre Tage sind gezählt. Wenn du verstehst, welche ich meine. Ne? Ja, ich verstehe schon. Ja. Wir können ein Okkult verteilen. Ja, ich würde vielleicht noch mal warten. Also eine Okkultschriftrolle brauchen wir für Ike, damit der Ike verlernt. Ja, gut. Ansonsten würde ich vielleicht sagen, geben wir eine Oscar, damit er mal eine Fähigkeit kann, die gut ist. Weil so nichts könnte es auch kacke, nie. Was ist denn das? Ist das dasselbe wie Titania? Das ist Sonne. Ach so. Ja, wenn du weißt, dass da noch eine Okkult kommt, dann machst du. Schaden tut's ja nicht. Also ich gebe die von Ike heile ich immer von Stefan zurück, weil der kommt im nächsten oder übernächsten und dann steigt einfach schon bald auf und dann passt das so gut. Ah. Ja. Zwinker, zwinker. Jo. Wieso sag ich nicht immer zwinker, zwinker? Keine Ahnung, sieht die Leute eh nicht. Siehst du, wie wenig IP das kostet? Leicht Level mit Stella. Ah. Damit sie mal ein bisschen zur Potte kommt. Ja. Ja. Das hab ich mir anders vorgestellt. So ein bisschen. Mm. So ein ganz bisschen. Mm. Aber nach spätestens nach Morgenröte haben wir genug EP, um unser gesamtes Bataillon auszuleveln. Yay. Dann leveln und leveln und leveln wir und dann sind wir auf Level 20 und dann steigen alle auf. Da, 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 da. Dann wird alles besser. Für uns, nicht für die Gegner. Nein, für die Gegner wird alles schlechter. Oh, verdammt, ich wollte die letzten EP an Madame Aya weitergeben, die dann schon mal auf Level 15 ist. Yay. Oh. Hoho, mit einem Pegasus-Ritter zu trainieren, würde mein ohnehin schon exzellentes Geschick sicherlich schulen. Oh, und da haben wir schon eine Kandidatin. Marcia! Es würde mir eine große Freude bereiten. Oh, entschuldige, ich vergaß mich vorzustellen. Mein Name! Ich weiß schon, wer du bist. Krimeas, königlicher Ritter, 5. Abteilung, Captain Kevin. Hab ich das richtig gemerkt? Woher kennst du meinen Namen? Ganz abgesehen von meiner Position. War es vielleicht der Ruhm, den ich in der letzten Schlacht erlangte? Nein, da war ich minder ruhmreich. Oder habe ich dich und deine Gefährten vielleicht in einen früheren Kampf geschlagen? Bist du hier, um dich an mir zu rächen? Nein. Hoho! Dann sind mir Geschichten meines Heldenmuts vorausgeeilt. Vielleicht hast du davon gehört, wie ich die Riesenspinne... Ach, das wäre jetzt Prahlerei. Aber es ist möglich. Mal sehen. Es ist auch möglich, dass... Hey, Erbsenhirn. Hua! Was ist denn? Erschreckt mich doch nicht dermaßen. Wir kennen alle deinen Namen. Du stellst dich jedes Mal erneut vor, wenn wir kämpfen. Krimeas königlicher Ritter, 5. Abteilung, Captain Kevin, sieh mich an und erschaudere. Das erklärt einiges. Also, wie kann ich dir behilflich sein? Hä? Wolltest du nämlich nicht etwas fragen? Oh, stimmt. Was wollte ich dich nur fragen? Mist, ich wollte... Nein, das war's auch nicht. Alles klar. Nun, du kannst ja zu mir kommen, wann immer du dich erinnerst. Puh, ich glaube, der Helm von den Typen drückt ihm aufs Hirn. Nein. Nein. Ich glaube, da hat sie nicht viel getan. Nein, ich war jetzt auf dem B-Support bei Soren und Ike. Da müsste entweder nächstes oder übernächstes Kapitel kommen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ah. Und mit ziemlich sicher meine ich ziemlich sicher. Ist bei Info nix? Nix, was wir uns erschnurren können? Nein, nur ein und zwei Sternegespräche. Ah. Wir haben Gatri, Stella, Marcia und einen Diener des Todes. Was sagt unsere Uhr? Gleich 20. Oh, dann cutten wir jetzt und dann geht's gleich frisch auf ins nächste Kapitel. Also bleibt dran, Leute.